Selten findet man sich als Angestellter in der glücklichen Situation, die Entlassung des eigenen Chefs miterleben zu dürfen. Es ist, so viel kann ich heute sagen, ein erhebendes Gefühl. Dieses Gefühl hat einen Namen: Trauer. Der Abgang von Martin Schulz ist ein immenser Verlust. Schulz war immer pünktlich, erschien stets mit ordentlich gestutztem Bart und sorgfältig ausgewählter Krawatte. Seine Anzüge passten ihm ganz gut. Er war kein einziges Mal in eine Schlägerei verwickelt und hat auch, soweit bekannt, keine Nacktfotos von sich mit dem Diensthandy verschickt. Und für seine Sprachfehler kann er nun wirklich nichts. Aber Spaß beiseite. Wir alle hier verdanken Martin Schulz fast alles, denn er hat das Europäische Parlament zu dem gemacht, was es heute ist. Eine postdemokratische Ramschbude und kostenintensive Deponie für zweitklassige Politheinis aus ganz Europa. Ich möchte hier keine Namen nennen, außer Martin Schulz und natürlich Elmar Brocken und Jo Leinen, die Pfeife, und mich selbst nicht zu vergessen. Machen Sie es gut, Chef, und denken Sie dran, man sieht sich immer zweimal im Leben. Tschüss.